Kommen wir also zu Beatrix von Storch. Hier schreibt sie in eigentümlich frei Russland Verhandlungen statt Sanktionen am 22. August 2014. Sie will den Status der Schweiz für die Ukraine. Das klingt toll, das klingt erstmal super. Sie klingt staatsmännisch und besonnen, ja? Die Europäische Union soll ein ehrlicher Makler sein. Die AfD ist für eine Politik des friedlichen Interessenausgleichs. Die AfD sprach sich gegen jede weitere Erweiterung der NATO nach Osten aus. Sanktionen können zu einem Handelskrieg führen. Das ist ja natürlich schlecht für die Wirtschaft. Ein Handelskrieg kann die Eurozone in Russland auch politisch stabilisieren. Die Politik der Eskalation und Sanktionen ist nicht alternativlos. Sie sagt hier, wir hätten hier einen besseren Plan. Und zwar, wir müssen Interessen der anderen anerkennen. Sie will also, dass die Ukraine ja völlig alleine dasteht und dass dann auch, dass dann Minderheiten Unabhängigkeit erklären können. Sie sagt hier, es spricht aber viel dafür, dass bei der Gewährung weitreichender Autonomie und der einvernehmlichen Einigung auf den hier skizzierten neutralen Status die Mehrheit der Bürger in der Ostukraine die Notwendigkeit von der Abspaltung nicht mehr sieht. Eine solche Lösung würde sowohl den sicherheitspolitischen Interessen Russlands als auch der Europäischen Union dienen. Sie würde die Unabhängigkeit der Ukraine erhalten und die Rechte der nationalen Minderheiten sichern. Ja, das heißt, die Russen fallen in der Krim ein, die Russen fallen militärisch in der Ukraine ein und Beatrix von Storch sagt, nö, keine Sanktionen, nichts machen, man soll quasi dann die Möglichkeiten schaffen, dass quasi der Osten der Ukraine und der Süden abgespaltet wird und dann de facto an Russland angegliedert wird. Ja, ne? Und hier wird es noch krasser, Russland die Perspektive auf ein Freihandelsabkommen mit der EU eröffnen. Sie sagt ja natürlich dann auch, hey, wenn wir jetzt Sanktionen machen gegen Russland, dann würde es ja Spannungen geben in Russland und die Bürger würden sich den Hardlinern anschließen. Deswegen sollen wir keine Sanktionen gegen Russland beschließen und umsetzen. Ich meine, das ist schon eine geschickt eingefädelte Argumentation von Beatrix von Storch hier. Weil so oder so, ob Sanktionen oder nicht, die Leute laufen in Russland den Hardlinern hinterher, weil die Hardliner eine Diktatur haben, die ziemlich faschistisch ist und es keine unabhängigen Medien praktisch mehr gibt von Belang. Okay, ist das angekommen? Huh? Also, wenn man die Russland so machen lässt, militärische Eroberungen machen lässt und Estland ist jetzt der nächste Staat, dann trauen die sich immer mehr und mehr und mehr und mehr. Okay? Beatrix von Storch spricht sich dafür aus, in den Verhandlungen mit Russland über eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts auch Gespräche über eine Freihandelszone mit der EU in Aussicht zu stellen. Friedensstiftende Wirkung, ja. Also ein Freihandelsabkommen in Russland und EU ist der nächste Schritt zu Eurasien, also ein monolithisches Einheitsstaatsmonstrum von Lissabon bis Vladivostok. Okay. Dann, hier war die Dame am 27. Mai, da war sie schon gewählt worden als Abgeordnete in Brüssel für die AfD. Sie gab natürlich dann Russia Today ein Interview und tat natürlich das, was die Ruskis wollen, nämlich, bei uns ist alles schlecht, die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Regierung. Das ist schön und gut, nur
Die Russen benutzen das natürlich dann für ihre eigenen Zwecke. Und da gab es andere Leute von der AfD, die dann auf Russia Today im Fernsehen so gemeint haben, ja, es gibt ja keine Oli, also die Herrschaft der Oligarchen wurde gebrochen von Putin. Man muss Putin gegenüber Verständnis äußern. Der Westen kapiert das nicht und so. Also wieder, da kommt mir persönlich das kalte Kotzen. Natürlich hofft die AfD dann auf den Fernsehsender Russia Today Deutschland und viel Airplay, und die Russen werden natürlich dann auch schauen, okay, wenn der Pro-Russland-Kurs hält in der AfD, dann kriegt die AfD natürlich Airtime und Support. Wenn allerdings, wie sich jetzt teilweise auch abzeichnet, die AfD dann sich doch abwendet von Russland, dann kann das schnell umschlagen. Die Dame ist aber noch viel, viel, viel interessanter. Und zwar, Beatrix von Storch ist die Tochter von Huno Herzog von Oldenburg. Sie ist die Tochter von Huno Herzog von Oldenburg und seiner Frau Felicitas, geborene Gräfin Schwerin von Krosigk. Seine Enkelin von Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk und Nikolaus von Oldenburg. Johann Ludwig von Krosigk, neben dem seltsamen Namen, war ab 1932 Reichsminister der Finanzen, nach dem 2. Mai 1945 leitender Minister in der geschäftsführenden Regierung Dönitz und zugleich Reichsminister des Auswärtigen. Graf Schwerin von Krosigk wurde 1949 als Kriegsverbrecher verurteilt, dann auf der Haft entlassen, sehr schnell, und war dann als Publizist tätig. Interessante historische Anekdote. Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht nur quasi Guilt by Association UA, sondern man darf nicht vergessen, die Nazis hatten eine sehr, sehr enge Bindung an Großbritannien lange Zeit. Und die Nazis hatten eine sehr starke Anbindung an die Russen eine lange Zeit. Im britischen Königshaus gab es ja viele überzeugte Nazis dann und so weiter. Und die Deutschen und die Briten waren miteinander verheiratet und so. Das darf man nicht vergessen. Also die wie gesagt, Gauland ist Gauland ist Russenfan und Gauland war auch positiv eingestellt gegenüber dem britischen Königshaus, dem viktorianischen Zeitalter. Und zu der viktorianischen Linie kommen wir nämlich gleich wieder bei Frau von Storch. Also, das war jetzt Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Dann der nächste Verwandte ist Alfred Graf von Schwerin, preußischer Gutsbesitzer und Politiker. Preußische Armee, Major und so weiter. Dann Nikolaus von Oldenburg. Also wir reden hier immer noch über die Familie und die Vorfahren von Beatrix von Storch. Nikolaus von Oldenburg, letzter Erbgroßherzog des Großherzogtums Oldenburg. Sohn von Friedrich August von Oldenburg und dessen zweiter Gemahlin Elisabeth, geborene Herzogin zu Mecklenburg. Okay. Natürlich, einige von diesen Leuten kämpften dann gegen die Russen im Ersten Weltkrieg. Dann Friedrich August von Oldenburg, der letzte regierende Großherzog von Oldenburg. Er wurde als ältester Sohn des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter von Oldenburg und der Elisabeth, geborene Prinzessin von Sachsen-Altenburg, geboren. Okay. Vergessen wir nicht die britischen Royals und die preußischen, also die deutschen, die wichtigsten deutschen, vor allem die preußischen Adligen, waren miteinander eng verwandt. Vor allem Königin Victoria hatte ja 100 Kinder, nicht übertrieben, aber sie hatte jede Menge Kinder. Das kann man alles sehr schön nachgucken. Sachsen-Altenburg, was ich ja gerade erwähnt habe, mit Friedrich August von Oldenburg, ältester Sohn der Elisabeth, geborene Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Sachsen-Altenburg war ein Herzogtum im Deutschen Reich, wo heute Thüringen sitzt. Und dann gab es da ein bisschen so ein Hin- und Herspiel mit den Verwaltungsbezirken, Altenburg und so weiter. Kam dazu oder ging weg und so weiter. Dann hatten wir Sachsen-Gotha-Altenburg.
Also Sachsen-Altenburg, dann Sachsen-Gotha-Altenburg. Aussterbende Dynastie führte zur Aufteilung. Sachsen-Gotha kam zu Sachsen-Coburg und Sachsen-Altenburg kam an den Herzog von Sachsen-Hildburghausen. Und dann gab es ein Aussterben der Nachfolger. Die letzten beiden Herrscher aus dem Geschlecht Sachsen-Gotha-Altenburg starben ohne männliche Nachfolge. Herzog August hatte nur eine Tochter. Und dann gab es Erbstreitigkeiten unter den übrigen ernestinischen Fürstenhäusern. Und dann gab es einen Schiedsspruch von Friedrich August I., der Gerechte von Sachsen. Sachsen-Gotha-Altenburg wurde geteilt. Altenburg fiel an den Herzog von Sachsen-Hildburghausen, während Gotha an den Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld fiel, der allerdings auf Saalfeld verzichten musste, sodass das neue Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha entstand. Die Linie Sachsen-Coburg und Gotha saß dann auf dem britischen Thron und sie sitzt bis heute auf dem britischen Thron. Die Queen of England ist Sachsen-Coburg und Gotha, Haus von Hannover. Da wären wir wieder schon bei der Verbindung zwischen den britischen Establishment, den britischen Royals, den preußischen Royals. Hier haben wir dann auch die Verbindung dann wieder zur Royal Bank of Scotland, wo Alex Salmond war und so weiter. Also, heavy stuff, meine Damen und Herren. Heavy stuff. Hier haben wir Peter II. Von Oldenburg vermählt mit Prinzessin Elisabeth, der dritten Tochter des Herzogs Josef von Sachsen-Altenburg und der Amalia, geborene Prinzessin von Württemberg und so weiter und so fort. Also Heavy Hitters, meine Damen und Herren. Und Sachsen, glaube ich, da hieß es noch Sachsen-Gotha-Altenburg, glaube ich. Sachsen-Gotha-Altenburg war dann der Zufluchtsort für niemand anderen als Adam Weishaupt, dem Agentenführer des Illuminatenordens. Vergessen Sie bitte die Popkulturdarstellungen über den Illuminatenorden. Das Ganze war eine subversive Gruppe, nichts anderes. Das Ganze ist jetzt zu kompliziert, um im Detail darauf einzugehen. Also viele, viele erleuchtete aus diesen komischen Gruppen haben dann das Freimaurertum auch infiltriert und so weiter und haben sich dann mehr und mehr breit gemacht in Preußen. Es gelang diesen Erleuchteten, also tatsächlichen Illuminati-Mitglieder, Illuminatenorden-Mitglieder, beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlich Mitgliedern, gelang es dann preußische, glaube ich, Königs- oder Kaisersöhne auszubilden. Sie wurden dann Banker für Bismarck und vermittelten Geld der Rothschilds und ja, man hat ein groß, man rekrutierte viele Leute in Preußen und ja, manipulierte sie nach Strich und Faden und horchte sie auch aus. Das Ganze war nichts anderes als eine Spionageoperation. Adam Weishaupt war nur eine Figur einer größeren, eines größeren Plots. Weishaupt wurde aus Bayern verbannt. Die Bayern kamen ihn auf die Schliche, haben ihn verfolgt. Er flüchtete nach Sachsen-Gotha-Altenburg, später Sachsen-Coburg-Gotha, die britischen Royals. Das ist interessant, meine Damen und Herren. Hier steht das Ganze sogar auf Wikipedia. Also er bekam dann das Exil bei Ernst II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg. Lebte in Gotha und schrieb dann über die Illuminati in Bayern, also natürlich Verteidigungsschriften. Oh, wir waren so harmlos und die haben uns fertig machen wollen, diese vermaledeiten bayerischen Katholiken und bla bla bla, ja. Also, Sie finden auch weitere Informationen zu diesen preußischen Aktivitäten, den Illuminati-Aktivitäten in Preußen. Finden Sie auf recenter.com. Vielleicht kurz mal der Hinweis, wo Sie das genau finden. Und zwar hier eine Story: Peer Steinbrücks erleuchtete Dynastie und die organisierte Erodierung Deutschlands. Da ist einiges darüber. Werde ich vielleicht nochmal das. Ein separates Video posten zu diesem Sachverhalt oder vielleicht einen Artikel dazu machen. Hier nur mal kurz zu diesen erleuchteten Kreisen.
Also, da gab es dann Adelbert Delbrück, preußischer Theologe und Pädagoge, lernte dann den Reformpädagogen Johann Bernhard Basedow kennen, verbrachte viel Zeit bei dem. Basedow lehrte Illuminati-Prinzipien, war selbst aber vielleicht nicht Mitglied des Ordens. Der berüchtigte Professor Adam Weishaupt weihte einst seinen 18-jährigen Schüler Franz Anton von Massenhausen in den Plan ein, eine neue Geheimgesellschaft zu gründen. Vorgeblich, das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprochen haben, Lügen ist ja an der Tagesordnung bei diesen Gruppen, vorgeblich um den Einfluss der Jesuiten und der Rosenkreuzer einzudämmen. Vor seiner Immatrikulation in Ingolstadt war von Massenhausen bereits in einer geheimen Studentengesellschaft in Göttingen. Diese Organisation diente schließlich als Modell und Schablone für Weishaupts Perfektibilistenorden mit dem historischen Gründungsdatum 1. Mai 1776. Wenig später infiltrierten die Illuminaten zahlreiche Bildungseinrichtungen und studentische Geheimgesellschaften in Deutschland, wo viele neue Agenten rekrutiert werden konnten mit Lügen über eine vermeintliche Aufklärung. Der deutsch-amerikanische Historiker Klaus Epstein, Harvard und Brown University, also gleich von zwei Elite-Universitäten, dieser seriöse Historiker sagte Folgendes: Die berühmte Karlsschule in Stuttgart, Schillers Alma Mater, hatte mehrere Illuminati in ihren Fakultäten. Die Bildungsbewegung, angeführt von Basedow, lehrte Illuminati-Prinzipien. Die Lehrkörperpositionen boten eine exzellente Hebelwirkung für die Arbeit des zukünftigen Triumphs der Aufklärung. Der prominente Illuminat Leuchsenring diente beispielsweise als Lehrer des preußischen Kronprinzen, der später Frederick William III. Wurde, obwohl das spätere Verhalten des Schülers ihn enttäuscht haben musste. Die beiden führenden Studentenorden, die Konstantinisten und die Schwarzen Brüder, wurden beide von den Illuminati infiltriert. Üblich waren sehr freundliche Beziehungen und auch direkte Überschneidungen mit den Freimaurern. Also. Hier haben wir dann. Es ist wahrscheinlich, dass Friedrich Delbrück, der Vorfahre von Peer Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat, ehemalige, also Friedrich Delbrück, der Vorfahre von Peer Steinbrück, wurde wahrscheinlich von dem Illuminatenkreis über Basedow direkt rekrutiert, zumindest stark beeinflusst. Delbrücks Karriere bekam bald einen enormen Schub durch einen Mann namens August Hermann Niemeyer. Niemeyer wurde nach seinem vielbeachteten Werk Charakteristik der Bibel ein Vertrauter sowohl des Illuminaten Lessing als auch des Freimaurers und Befürworters der Französischen Revolution Klopstock. Französische Revolution. Delbrück wurde im Jahr 1800 auf Empfehlung seines ehemaligen Lehrers August Hermann Niemeyer am preußischen Hof angestellt. Dort war er Erzieher des späteren preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Ab 1801 wurden auch dessen Brüder, der spätere Kaiser Wilhelm I. und Prinz Karl von ihm erzogen. Okay. Friedrich Delbrücks Sohn Rudolf von Delbrück, vermutlich auch Erleuchteter, war ab 1867 Präsident des Bundeskanzleramts des Norddeutschen Bunds und galt als rechte Hand Bismarcks, den er vor allem im Parlament oft vertrat. Und diese erleuchteten Banker dann aus diesen Kreisen verschafften dann das nötige Geld für Preußen, damit die dann den Krieg führen konnten. Also die Illuminati haben erstmal mit deutscher Hilfe Frankreich ausmanövriert. Mit Illuminatenhilfe dann die Revolution da gemacht in Frankreich. Später zerstörte man dann, zerschlug man dann Deutschland und vor allem Preußen im Zweiten Weltkrieg. Also so fies, meine Damen und Herren, so hintertrieben ist die Geheimpolitik. Deswegen schaue ich auch heute genauer nach, welche Figuren sich da auftun und hier dann groß in Erscheinung treten. Man muss sich auch fragen, wie kompetent sind die Leute, lassen die sich reinlegen? Gier frisst ja bekanntlich oft Hirn. Und dann gab es noch ein interessantes Zitat aus Alexander Dugins Buch. Und zwar ist es ein Buch, eines seiner Standardwerke. Ich werde das Ganze nochmal genauer darlegen in einem Artikel oder einem Video.
Alexander Dugin ist der Oberradikale, der Eurasienmann, der Vordenker, der quasi ein faschistisches Eurasien von Lissabon bis Vladivostok haben möchte. Er ist auch so der Propaganda-Daddy der ganzen alternativen Medien und so weiter und so fort. Auch die Konservativen in Europa sind auf diesem, und die ganz, ganz Rechten, auch Faschisten in Europa, sind auf dem Dugin-Kurs. Und Dugin schreibt dann in diesem einen Standardwerk: Naja, wir Russen werden den Deutschen verlockende Angebote machen. Wir versprechen denen beispielsweise, wir geben denen Ostpreußen zurück. Und vielleicht versprechen wir den Deutschen sogar, oder machen das sogar, wir Russen teilen uns mit den Deutschen Polen gemeinsam auf, schon wieder. Das schreibt Dugin. Und so kriegt man dann die deutschen Konservativen auf die russische Seite gezogen, mit solchen Angeboten und so weiter. Aber, so schreibt Dugin an einer anderen Stelle, all diese Angebote an die Deutschen dienen natürlich bloß der Täuschung, dem höheren Ziel, nämlich russische Dominanz, die slawisch-russische Herrenrasse, die erleuchtete Herrenrasse. Dugin ist auch Okkultist. Der neue russische oder der russische Übermensch quasi wird dann den ganzen Kontinent dominieren. Und die Deutschen sind natürlich dann die betrogenen, gelackmeierten Opfer. Okay. Also behalten Sie das im Hinterkopf, meine Damen und Herren, wenn diese Entwicklungen hier stattfinden, wenn die AfD vielleicht vor allem im Osten stärker wird und die Linken werden stärker und dann gibt es vielleicht irgendwann eine Querfront von AfD und der linken Partei und dann gibt es vielleicht sogar Abspaltungs- und Unabhängigkeitsbestrebungen, Annäherung an Russland und so weiter. Das ist wirklich kein Scherz, meine Damen und Herren. Okay.